Ich muss ja echt aufpassen, dass ich da nicht runterfliege. Das ist ein ganz schöner Weg, da zurückzuschwimmen. Ich meine, theoretisch kann ja nichts passieren, aber... Das sind ja unnötige Wege. Machen wir das so. Dann haben wir ja schon ein kleines Stück. Also wir gehen auf jeden Fall noch weiter raus. Also jetzt war nicht ewig, ewig weit. Aber ein kleines Stück wird's noch. Ja, jetzt hört sich das nach Monster an. Das ist doch gleich viel besser. So. Ja, dann machen wir noch Holz. Da sind ja auch schon einige Bäume gewachsen, ne? Ja. Neue Axt brauchen wir dann auch bald. Viel Holz wird es erst, wenn wir da sind, wenn wir da die Plattform gebaut haben. Denn da brauchen wir nämlich Türen, ohne Ende Türen. Und ja, die Plattform selber, die natürlich auch noch ein bisschen Platz einnimmt. Die auch noch recht hoch sein wird. Und ich die ganze Zeit schon am Überlegen bin. Huch. Wie ich denn Dorfbewohner da hinkriegen soll. Denn Schienen oder sowas haben wir nicht, dass ich die jetzt in eine Lore setzen könnte und auch hochfahren könnte. Aber mir wird da schon was einfallen. Ich werde auch demnächst anfangen, welche mitzunehmen. Eventuell. Also sobald die Plattform fertig ist, werde ich schon welche mit rübernehmen. Da ist noch ein Setzling. Wie viel haben wir jetzt? Na gut, das ist lächerlich. Damit brauchen wir nicht los. So. Es wird dunkel. Ein Schaf wäre gut. Macht mal ein Schaf. Da liegt ein Ei. Das sollten wir vielleicht mal holen. Das holen wir mal schnell. Ich weiß zwar nicht, ob wir Eier brauchen für irgendwas, aber ich sammle das trotzdem mal ein. Also Kühe haben wir echt viele. Ich würde jetzt mal eine Kuh killen. 1, 2, jawohl, das... Oh, 3 sogar noch, das passt. Dann kann ich die auch noch umhauen. So, dann haben wir noch 1, 2, 3 Kühe. Mann, haben wir Kühe hier. So. Hühner haben wir 2. Schweinchen haben wir 2. Gut. Dann hoffe ich mal, dass jetzt noch ein Schaf mal irgendwie nachspawnt. Cool, wir haben Leder. Axt, ja, müssen wir bald machen. Nutzt nichts, da muss eine neue Axt her. So. So Setzlinge einsammeln, obwohl wir die wahrscheinlich alle gar nicht brauchen werden. Zumindest nicht so extrem viele. Hm, der sah irgendwie höher aus. Ja, ist er aber nicht. Gut. Zack, gleich wieder Setzling hin. Ah, das ist ein hoher. Die sind mir, wenn man viel Holz braucht, am liebsten diese hohen Bäume. Obwohl das immer recht lange dauert, die abzuholzen. So, das dann noch raus. Und das hier alles.
Gott, der ist ja ewig hoch. Ja, da wird mir die Axt wahrscheinlich gar nicht reichen. Da muss ich vorsichtig sein, was ich da rumhau. Dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen das Holz frei. Ja, das ist noch einiges, was in dem Baum hängt. Das ist super. So. Das noch mehr. Uah. Jetzt nicht mehr bewegen, sonst fliege ich hier runter. Ja, sonst sehe ich hier jetzt erstmal nichts, bis auf das hier noch. Das und das. Ah, da ist noch eins hinter. Ah, aber hier scheint noch irgendwo was zu sein. Ja, genau vor meiner Nase. Jetzt war's das, glaube ich. Ja. So, dann mal runter. Alles einsammeln. So. Zack. Den auch noch mitnehmen. Ist denn scharf? Hm. So. Dann packen wir mal ein paar Setzlinge aus. So viele brauchen wir nicht. Das auch erstmal. Eier, Äpfel. Ja. Da machen wir Bretter draus. Dann gucke ich hier mal nach Kohle. Ah, das wird uns erstmal eine Weile reichen. Brauche ich Sand? Sand, Sand. So viel Sand ist das gar nicht, ne? Ist immer, wenn man das Zeug nicht braucht irgendwie, dann liegt das da in den Truhen drin und meint, man hat ewig viel. Und dann, wenn man es aber braucht und wenn man viel davon braucht, dann merkt man dann, hm, ja, Mist, ist doch nicht so viel. Ist immer wieder das Gleiche. So, nochmal kurz was futtern. Und dann bauen wir da weiter. Also ich weiß nicht, ob wir dann ganz mit dem Glas hinkommen. Hört man. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Sollte man vielleicht hier nicht den ganzen Kanal dann aus Glas machen. Glasüberdachung. So. Ja. So, ich glaube, das könnte jetzt fast reichen. Eine neue Axt muss ich unbedingt machen. So. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht jetzt schon. Bin da gerade ein bisschen überfragt. Also ich denke noch nicht ganz. Ich weiß aber auch gar nicht, wie weit ich weg muss. Also es muss schon ein Stück sein. Wie gesagt, ich habe das getestet und es muss schon wirklich weit weg sein, um so von einem Dorf, um das dort noch was spawnt. Zumindest war das so, dass nun wirklich so ist. Weiß ich nicht.
Denn da ist bei mir nichts gespawnt und das war wahrscheinlich dann einfach zu nah. Denn am anderen, was ich weiter weggebaut habe, und zwar viel weiter, dort ist ein Creeper unterwegs. Das gefällt mir ja mal so gar nicht, ne? Und der scheint da draußen wirklich unterwegs zu sein. Und nicht einfach nur von der Falle da. Okay, also ich denke aber, das sollte reichen. Wir müssen trotzdem noch ein Stück weiter rein. Und das können wir dann später noch machen. So, da müssen wir hier hoch. Und zwar 1, 2, 3. Ne? Golems sind 2,5 hoch. Hier kommt dann das Dach drauf, quasi. Also Golems sind 3 hoch. So. Also kommt hier der erste Boden hin. Muss ich aber anfangen zu zählen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Und dann 1, 2, 3. Jawohl. So, dann haben wir hier die Mitte. Und da kommt ja auch noch einer hin. Also hier. Ab hier dann 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Sollte dann doch passen, oder? So, so. So, huch. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das passt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kein Holz mehr. 7, 8. So, das haben wir. Das ist mal so das Grundgestell. Das hier kommt weg. Das ist überflüssig. Also die, da spülen wir die Golems runter. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch alles zubauen. So. Ich sollte dringend nochmal eine Axt machen. Stehe ich nämlich gleich ohne da. Und ich muss dann hier auch noch eine Möglichkeit finden, die Dorfbewohner hier hochzuschaffen. Denn die müssen hier hoch. Uah, nicht ins Loch fallen. Aber so viel Holz brauchen wir gar nicht mehr. Das ist eigentlich in Ordnung. Also muss sagen, mit Holz ist das schon recht fix machbar. Es ist nicht so wie Pflasterstein. Man stundenlang an einer Stelle rumhämmert. Aber es kommt einem wahrscheinlich auch einfach nur so lang vor.